Vom Einzelstück zur automobilen Massenware. Nach dem Krieg beginnt in Europa das Zeitalter der Massenmotorisierung. Der Käfer wird in den 30er Jahren entwickelt, Erfolg hat er aber erst in den 50ern. Der Fortbestand von Volkswagen hängt nach dem Krieg von den britischen Besatzern ab. Sie haben das VW-Werk übernommen. Die Engländer nahmen den Käfer mit nach Großbritannien, testeten ihn in der Vereinigten Automobilforschungszentrale und sagten als Konklusion, gebt das zurück zu den Deutschen ohne jeden Wert. Unsere Händler sagten, Motor an der falschen Stelle, komische Form, keine vier Türen, laut. Es kommt allerdings ganz anders. Der Käfer wird weltweit ein Mega-Erfolg. Das liegt zunächst an seiner ungewöhnlichen Form. Der Niedlichkeitsfaktor zieht schon in den 50ern. Die Vorzüge des Käfers liegen in seiner sprichwörtlichen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Bei Wind und Wetter verrichtet der VW seinen Dienst. Dieser Allradklassiker dagegen erobert die Herzen von Groß und Klein auf der ganzen Welt. Der Willys Jeep. Im Jahr 1940 tobt der Zweite Weltkrieg in Europa. Und die Vereinigten Staaten von Amerika sehen sich genötigt, mit ganzer Macht einzusteigen. Sie beteiligen sich vorläufig nicht direkt an den Kampfhandlungen, liefern aber Material an die alliierten Truppen. Man erkennt den Bedarf für ein leichtes Transportfahrzeug und so wird eine Ausschreibung lanciert. Die Willys Overland Motors aus Toledo in Ohio legt das überzeugendste Konzept vor. Die ersten 16.000 Exemplare des Allradgefährts werden gebaut und sofort für ihren Einsatz an der Front verpackt und verschifft. Ihre Robustheit und Geländetauglichkeit begründen den legendären Ruf der Jeeps. Und das, obwohl die durchschnittliche Lebensdauer im Kampfeinsatz damals lediglich 3 Monate beträgt. Diejenigen Exemplare, die den Krieg überleben, haben dann aber gute Chancen, in Ehren zu ergrauen. Außerdem stoppt mit Kriegsende die Produktion keineswegs. Willy Overland stellt nach dem Krieg nicht mehr nur Fahrzeuge für das Militär her, man kann den Offroader auch für den zivilen Einsatz erstehen. Geschaltet wird mit einem Dreiganggetriebe, das die Hinterräder antreibt. Bei Bedarf schaltet der Fahrer den Allradantrieb dazu. Die Karosserieform des Jeeps ist unverkennbar. Bei der ursprünglichen Ausschreibung legt man großen Wert auf geringes Gewicht. Daraus resultiert auch die pragmatische Formgebung. Luxus ist in einem Fahrzeug, das in erster Linie fürs Militär gedacht war, natürlich Nebensache. Der Sitzkomfort ist als erträglich zu bezeichnen. Verstellen lässt sich der Sitz aber nur mit dem Schraubenschlüssel. Großes Plus des Willys ist seine riesige Bodenfreiheit von über 20 cm. So schnell geht dieser Wagen nicht auf Grund. Falls doch, müssen Axt und Schaufel ran. Ur-Jeeps der ersten Generation sind die begehrtesten. Über 18.000 Euro verlangen Liebhaber für gute Exemplare. Resto-Objekte gibt es für etwa die Hälfte. Unverwüstlich. Zuverlässig. Eine Legende. Der Toyota Land Cruiser. Er pflügt durch die rauen Gegenden unseres Planeten. Und das seit über 60 Jahren. Kein anderes Fahrzeug steht so für das Durchhaltevermögen der Japaner wie der Toyota Land Cruiser. Ein starker Begleiter in unwegsamem Gelände. Egal ob auf Schnee, Sand oder im Wasser. Seine Feuertaufe besteht der Land Cruiser auf dem Fuji-Vulkan, dem höchsten Berg Japans.
für den Bau des überdimensionierten Kraxlers ist, wie bei vielen Geländewagen, ein Krieg. Den Land Cruiser gibt es seit den 50ern. 1950 wurde er entwickelt auf Basis von Militärspezifikationen. Das war damals der Koreakrieg. Es sollten in Japan Fahrzeuge produziert werden. Es wurde da eine Ausschreibung rausgegeben an die japanischen Produzenten, so ein Fahrzeug zu entwickeln. Toyota war mit dabei, neben Mitsubishi und neben Nissan. Den Zuschlag hat Mitsubishi bekommen. Das heißt, die Toyota-Entwickler waren plötzlich frei in ihrer Entwicklung. Sie hatten ein hervorragendes Konzept auf die Räder gestellt, hoffnungslos überdimensioniert, wie gesagt. Und der damalige Entwicklungschef hatte wohl einen ganz guten Dickkopf und hat durchgesetzt, dass das Fahrzeugkonzept weiterentwickelt wird. Daraus entstand der Land Cruiser 1951 mit der Baureihe BJ, erstmals vorgestellt. Seit 1954 heißt er auch Land Cruiser. Der Durchbruch, vor allem auf den wichtigen Märkten wie Europa und Amerika, geschieht mit diesem Modell, dem Land Cruiser J4. Von 1960 an wird der Land Cruiser über 6 Millionen Mal verkauft. Und es gibt über 14 Baureihen. Die Zutaten für ein so erfolgreiches Rezept sind Allradantrieb, starrer Leiterrahmen und ein hubraumstarker Motor. Für dieses zuverlässige Allradkonzept bezahlt man 1984 über 30.000 D-Mark. Heute kosten Modelle im Zustand 2 etwa 13.000 Euro. Die Leistungsdaten zeigen, wenig PS gekoppelt mit ordentlich Hubraum sind perfekt für das Arbeitsgebiet des Nippon Jeeps. Safaris durch den Dschungel oder Patrouillen durch die Nationalparks. Ein zuverlässiger Begleiter im afrikanischen Busch ist seit jeher der Toyota Land Cruiser. Erfolgreicher als die Jeep-Modelle von Mercedes, Land Rover und Co. Die leichte Ersatzteilbeschaffung des Land Cruiser macht den Unterschied. Dieses Busch-Taxi bringt wirklich alles von A nach B. Die Bayerischen Alpen. Perfekte Kulisse für ein herrschaftliches Cabriolet. Eines der exklusivsten Fahrzeuge aus deutscher Produktion, genauer gesagt aus Bayern. Gestatten das BMW 503 Cabriolet. Ein Auto, das mit Superlativen glänzt. Wie dem ersten elektrischen Verdeck bei einem deutschen Serienfahrzeug. Einer Voll-Aluminium-Karosserie, dem ersten serienmäßigen Leichtmetall-V8. 140 PS leistet der 3,2 Liter große V8-Motor in der ersten Version ab 1956. Die zweite Version ab 57, wie Pritschows Exemplar, legt noch mal 10 PS drauf. Ein Fahrzeug der absoluten Luxusklasse für Fabrikanten und Filmstars. Gut betuchte Kunden wie etwa Graf Faber-Castell, Rudolf August Oetker und Filmschauspielerin Sonja Ziemann fahren in den 50ern BMW 503. Gefertigt wird die Aluminiumhaut beim Karosseriespezialisten Bauer in Stuttgart. Der Entwurf folgt keiner gängigen Mode aus Amerika oder Italien, sondern ist absolut eigenständig. Der 503 markiert einen Wendepunkt im BMW-Design. Er leitet den Übergang ein vom Vorkriegsdesign zu einer sachlichen Formensprache. Die schlichte Pontonform verkneift sich jede Effekthascherei und betont die idealen Proportionen eines Gran Turismo. Lange Motorhaube und kurzes Heck. Auch den sportlichen Bruder, den BMW 507, bezeichnen viele Klassikliebhaber als den schönsten BMW aller Zeiten. D
Den Roadster entwickelt BMW für den amerikanischen Markt, wo sportliche europäische Fahrzeuge ein hohes Ansehen genießen. Viele Prominente nutzen den schicken Roadster. Während seiner Militärzeit in Deutschland bezirzt Elvis Presley im 507 die weiblichen Fans. Ein anderer Bewunderer der 507-Linienführung, der Charakterschauspieler Kurt Jürgens. Noch heute zählt der Zweisitzer zu den Designmeisterstücken und als echter BMW. Es dauert seine Zeit, bis sich der 503 in der Oldtimer-Welt als begehrter Klassiker etabliert. Heute kostet ein 503 Cabrio in gutem Zustand rund eine 250.000 Euro. Ein putziger Kleinwagen startet bei der berühmtesten Rallye der Welt und es entsteht eine Legende. Der Mini Cooper siegt vor 40 Jahren bei der Rallye Monte Carlo. Drei rot-weiße Werksautos, etwa 100 PS stark, gehen als Außenseiter ins Rennen. Am Ende erreichen sie unter härtester Konkurrenz Platz 1, 4 und 7. Die Fachwelt ist verblüfft. Der letzte Mini Cooper der ersten Generation leistet flotte 63 PS und kratzt bei der Höchstgeschwindigkeit an der 150er-Marke. Schon von Anfang an gilt der Mini als Rallye-Auto mit guten Voraussetzungen. Mit dem 1963 erschienenen Cooper S soll bei der prestigeträchtigsten Rallye der Gesamtsieg her. Seitdem gilt der Mini Cooper, egal ob alt oder neu, als der Sportwagen des kleinen Mannes und verspricht vor allem eins: Fahrspaß. Der letzte Mini der ersten Generation gilt als Investment-Tipp. Mehr als 8.000 Euro muss man selten für ein gutes Exemplar anlegen. Noch. 50 Jahre Minisieg bei der Rallye Monte Carlo. Eine Legende auf vier kleinen Rädern, die noch für kleines Geld zu haben ist.